Er ist der neue Mann bei der TSG Hoffenheim, Pellegrino Materazzo. Kein Unbekannter bei der TSG Hoffenheim, ist ja auch noch immer wohnhaft dort im Kraichgau, ist 45 Jahre alt und war zuvor Co-Trainer unter Julian Nagelsmann in der Saison 2018-2019 und war auch schon U17-Trainer bei den Hoffenheimern. Und er habe jetzt sehr viel Freude empfunden und die Mannschaft als sehr energetisch wahrgenommen, so der US-Italiener bei der heutigen Pressekonferenz. Viel Zeit zum Kennenlernen der Mannschaft bleibt Materazzo nicht. Schon am Samstag steht das nächste Spiel für die TSG an. Gegner ist dann Bayer 04 Leverkusen. Sie stehen aktuell 4 Plätze über Hoffenheim. Für die TSG geht es in der momentanen Situation nur darum, die Klasse zu halten. Mein Kollege Moritz Voss konnte heute mit Pellegrino Materazzo sprechen und hat mal gefragt, wie er die neue Aufgabe angeht. Ich bin ein anderer Mensch, ein anderer Trainer mit ein paar anderen Ansätzen. Ich kann nur berichten von meinem Fußball, weil ich möchte keine Vergleiche ziehen. Natürlich habe ich alles beobachtet und geschaut. Ich mag eine gewisse Geradlinigkeit in meinem Spiel, eine gewisse Direktheit im Ballbesitz. Ballbesitz ist nur ein Mittel, um auch Raum zu schaffen. Wenn man die Räume gefunden hat, sollte man auch das Tempo wechseln und angreifen. Also mehr Tiefgang, das möchte ich auch sehen, auch von den Jungs und auch aus der gewisse Kompaktheit und Struktur, die sich nicht verändert im defensiven Spiel, auch aktiv in die Balleroberungsphase gehen. Und die Balleroberungen sind auch für uns wichtige Mittel.